Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu einem zweiten Teil von Ayla. Ihr habt ja bestimmt schon diesen ersten Teil dann gesehen und ja, das ist ein Hörbuch, was mir wirklich auch wieder mal am Herzen liegt, weil es einfach so Spaß gemacht hat, das zu hören. Und ich höre ja auch immer noch, bin jetzt ja immer noch am dritten Teil. Und jetzt heute geht es um den zweiten Teil und der heißt Ayla und das Tal der Pferde. Und natürlich von Jean M. Auel oder wie auch immer es ausgesprochen wird, so sieht das Cover aus. Und ja, ich lese euch natürlich wieder ganz kurz die Beschreibung vor. Aylas Geschichte geht weiter. Sie trifft Yondala, einen Mann aus dem Volk der Anderen. Und aus anfänglicher Abneigung entsteht Freundschaft und eine tiefe Liebe. Zusammen begeben sie sich auf eine lange und gefährliche Reise durch das spätere Europa. Der packende zweite Band des Zyklus »Die Kinder der Erde«. Das ist eine sehr kurze Beschreibung. Aber das ist eigentlich auch schon wieder so ein bisschen, der Titel sagt es ja schon, das Tal der Pferde. Und nachdem Ayla dann praktisch von zu Hause weg musste, also von ihrem Clan ausgestoßen wurde, ist es dann so, dass sie sich eine Weile lang durchschlägt. Das ist, glaube ich, Frühling oder Sommer. Und überquert auch einen Fluss, was auch gefährlich für sie war. Aber sie kann ja zum Glück schwimmen. Im Gegensatz zu den anderen und dann sucht sie sich eine Höhle und dort bleibt sie erstmal, weil es wird dann auch Winter und sie überlegt halt, ob sie dort bleiben oder weiterreisen soll und sie ist eigentlich auf der Suche nach den Leuten, die so aussehen wie sie, also nach diesen anderen. Die werden auch immer nur die anderen genannt und sie bleibt dann aber halt erstmal in dieser Höhle und verbringt den ersten Winter dort und schafft sich so ein paar Vorräte an. Sie kann ja auch jagen mit der Steinschleuder und so weiter. Und dann bleibt sie erstmal den ersten Winter dort und irgendwie geht die Zeit dann immer weiter und dann noch ein Jahr und noch ein Jahr. Ja, und sie bleibt halt wirklich insgesamt über 3 Jahre bleibt sie dann dort. Und in diesem zweiten Band geht es einfach nur darum, was die Ayla dort erlebt. Und vor allem, was auch dieser Yondala, das sind so zwei parallele Geschichten, wie er praktisch zu Ayla findet. Also er macht sich von zu Hause auf mit seinem Bruder. Und die beiden erleben halt, ist eine richtige Abenteuerreise. Die machen sich auf den Weg, um einfach diesen großen Mutterfluss, nennen die das, und ich glaube, soll die Donau sein. Dem wollen die folgen, bis halt irgendwie gar nicht mehr geht. Und auf ihrer Reise entdecken sie halt andere Stämme mit anderen Sprachen und werden aber immer herzlich aufgenommen. Und bei einem Stamm wollen sie dann auch bleiben, weil der eine dann heiratet dann auch und so weiter. Und dann passiert aber ein Unglück und die beiden machen sich dann wieder auf den Weg und durch gewisse Umstände treffen sie dann einfach auch auf Ayla später dann. Und das ist so diese eine Parallelgeschichte und das andere ist eben, wie Ayla dann in diesem Tal lebt, ganz alleine. Wie sie Sehnsucht hat nach zu Hause und nach den Clanmitgliedern, die sie ausgestoßen haben. Und vor allem halt einfach, wie sie zurechtkommt, also mit der Kälte. Und mit Vorräten, mit Jagen und sie denkt sich dann auch verschiedene neue Dinge aus und begreift die Welt dann auch so ein bisschen anders, versucht sich so ein bisschen auch zu verbessern in ihrer Handwerklichkeit, auch gewisse Dinge herzustellen. Und ein Beispiel ist, dass sie zum Beispiel ein Pferd, sie muss ja was essen, ne? Fleisch und so weiter, und sie braucht halt auch gewisse Vorräte, größere Vorräte für den Winter, und dann hebt sie eine Grube aus, weil sie sich ausgedacht hat, das ist immer so eine Pferdegruppe, und sie möchte gern ein so ein Pferd praktisch erlegen oder halt töten. Und das kann sie natürlich nicht alleine, weil sie ja, wie soll das gehen, ja? Und dann denkt sie sich aus, dass sie einfach so ein Loch praktisch buddelt, so ein etwas größeres, und dann diese Pferde dort hinein, also in diese Richtung jagt. Und dann, dass halt einfach eins reinfällt und dass sie das dann erstechen kann. Und so ist es dann auch passiert. Nur was das Problem war, diese Mama hatte, also diese Pferdemama, die hatte halt ein Fohlen. Und das war dann halt einfach alleine zurückgeblieben. Und Ayla hat halt Mitleid gehabt. Sie ist ja auch Medizinfrau und ihr Versprechen ist es natürlich, immer allen notleidenden Geschöpfen zu helfen. Ja, und dann nimmt sie dieses Fohlen halt einfach mit nach Hause, pflegt es dann auch und kümmert sich dann ganz liebevoll. Und
Ja, wächst dann mit diesem Fohlen auf und gibt ihm auch einen Namen und das wächst natürlich ran und ja, und dann später findet sie halt raus, dass man darauf auf so einem Pferd auch reiten kann und dass das auch, aber ja, immer nur so durch Zufälle, dass es auch Lasten tragen kann und dann erleichtert ihr das natürlich auch, das Einsammeln von Früchten oder Holz oder wenn sie ein Tier erlegt hat, dass sie kann ja nicht alles tragen und ja, und das ist natürlich dann ja so ein Fortschritt für sie und das sind alles so Dinge, die man dann einfach auch über Eile erfährt, wie es ihr dort geht, wie sie lebt und ja, wie sie dort die Zeit halt auch einfach übersteht in dieser Einsamkeit. Und es passieren auch noch tolle andere Sachen mit gewissen Tierarten. Ich kann jetzt nicht alles erzählen, weil sonst ist ja die Spannung weg. Aber es war wie das erste Hörbuch, wirklich ganz toll von Anfang bis Ende. Und man will immer wissen, wann trifft sie endlich diesen Mann. Und ja, als es dann endlich soweit war, hat er natürlich, ja, sie konnte ja nur ihre Gebärdensprache und der Yondala, der spricht halt so wie wir halt mit dem Mund. Und er hat sich auch gefragt, warum sie nicht sprechen kann, obwohl sie natürlich so aussieht wie er. Und eigentlich müsste sie ja sprechen können, aber sie kann nicht. Und die Ayla war natürlich mega schockiert, dass sie jetzt einen dieser anderen getroffen hat, also ein Mensch, der aussieht wie sie und nicht so wie diese Clanmitglieder, wo sie aufgewachsen ist. Und dann, ja, und dann sind die beiden halt da eine Weile in ihrer Höhle, leben dann dort auch und nähern erst sich so ein bisschen an und er lernt ihr dann auch ihre Sprache. Und erst dann, als auch Ayla so ein bisschen die Sprache kann und auch sprechen kann und sich mit Yondala verständigen kann, findet er dann halt plötzlich eines Tages heraus, nachdem sie es ihm dann halt auch sagt, dass sie von diesen anderen Menschen kommt, die ja kleiner sind und ja so ein bisschen zurückentwickelt. Und diese anderen, also auch dieses Volk von diesem Yondala, die nennen diese richtigen Steinzeitmenschen, so wie wir sie jetzt halt uns auch vorstellen, nennen die immer Flachschädel und sagen immer auch, das wären Tiere, also es wären keine Menschen, weil sie können nicht reden und die sehen primitiv aus, die sind klein und gedrungen und haben halt immer einen Bart und so komische dicke Augenbrauen und der Kopf sieht anders aus und ja, und deswegen sagen die halt, das sind keine Menschen. Aber ja, und Ayla flippt dann natürlich total aus und sagt, das sind Menschen, ich bin bei denen aufgewachsen, die haben einfach nur eine andere Sprache, die unterhalten sich halt nicht mit dem Mund, sondern einfach mit den Händen. Und die haben mich ganz liebevoll aufgenommen und ich habe da auch so eine Art Mutter und ja, das ist einfach nicht so, wie ihr das denkt, dass das wirklich Tiere sind. Und dann entsteht einfach so eine Kluft zwischen den beiden und ja, und erst nachdem Ayla ihm wirklich immer wieder auch erzählt, wie es dort im Clan auch ist, was es für Sitten und für Bräuche gibt, merkt er einfach, dass es gar keine Tiere sind, so wie sein Volk jahrelang gedacht hat. Und ja, entschuldigt sich dann auch bei ihr und dann langsam nähern sie sich so ein bisschen an. Und ja, das ist dann auch das Ende des Hörbuchs. Und ja, wie gesagt, ich kann euch wieder dieses Hörbuch auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es wieder immer bei Audible gekauft. Und es hat sich sehr, sehr gut gehört und die Sprecherin auch wie im ersten Hörbuch wirklich sehr, sehr gut. Und ja, es ist wirklich keine Langeweile aufgekommen und es ist einfach so eine richtig schöne, ja, auch so eine Liebesgeschichte dann natürlich gegen Ende hin. Und ja, den dritten Teil, wie gesagt, höre ich gerade im Moment noch. Und natürlich werde ich dann auch ein Video dazu machen und bin mal gespannt, was noch so alles passiert mit ihr. Und ja, ansonsten schönen Tag noch oder schönen Abend, wann immer ihr das Video seht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.